Es gab einen jungen Mann, er hieß Thabit. Eines Tages lief dieser rechtschaffene junge Mann. Er lief entlang einem Flussufer und fand dabei einen Apfel. Er hob ihn auf und aß ihn. Plötzlich erinnerte er sich daran, dass der Apfel mit Sicherheit aus einem Garten gefallen war und dass er den Besitzer nicht um Erlaubnis gefragt hatte, bevor er ihn aß. Er hatte dann Schuldgefühle. Er zog sich selbst zur Rechenschaft und fragte sich, wie konnte ich etwas essen, das nicht mir gehört? Ja, heutzutage essen manche nicht nur einen Apfel, der ihnen gehört, sondern vielleicht eine ganze Kuh. Eine ganze Kuh. Eine Kuh zu essen aus erlaubtem Weg ist nicht verboten. Jetzt nicht auf einmal, ne? Aber nur aufgeteilt. Aber eine Zwiebel aus verbotenem Weg zu konsumieren und zu essen ist haram. Dafür verdient man die Bestrafung von Allah. Er hatte Schuldgefühle, dieser Thabit. Denn unser geehrter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam lehrte, dass jemand, der verbotene Dinge konsumiert, die Bestrafung in der Hölle verdient. Dieser Thabit entschloss sich, den Besitzer des Gartens zu suchen und ihn um Verzeihung zu bitten, das wieder gut zu machen. Er machte sich auf den Weg, bis er dann schließlich den Garten erreichte und den Besitzer fand. Sie unterhielten sich und der junge Mann sagte ihm, ich habe einen Apfel im Fluss gefunden. Ich habe ihn gegessen. Und dann habe ich erkannt, dass er aus deinem Garten stammt. Ich bitte dich um Verzeihung. Schau mal, das ist ein Satz mit ein paar Worten. Aber das braucht große Überwindung. Das ist Stärke, wenn man den Fehler wieder gut macht. Wenn man eine Sünde bereut. Das ist Stärke. Es braucht viel Kraft. Der Besitzer des Gartens sagte, willst du, dass ich dir verzeihe? Der junge Mann sagte, ja. Der Gartenbesitzer sagte, ich habe aber eine Bitte. Der junge Mann fragte, was ist sie? Der Gartenbesitzer sagte, dass du meine Tochter heiratest. Nur er kommt und will das wieder gut machen und der Gartenbesitzer verlangt von ihm, dass er seine Tochter heiratet. Der junge Mann sagt, ich bin einverstanden. Der Gartenbesitzer sagte, sie ist aber taub. Der junge Mann sagte, ich bin einverstanden. Der Gartenbesitzer sagte, sie ist auch stumm. Der Mann sagte, ich bin einverstanden. Der Gartenbesitzer sagte, sie ist auch blind. Der junge Mann sagte, ich bin einverstanden. Der Gartenbesitzer sagte, und sie ist gehbehindert. Also sie kann nicht laufen, sie kann nicht gehen. Der junge Mann sagte, ich bin einverstanden. Der Gartenbesitzer brachte dann zwei Zeugen mit, die den Ehevertrag bezeugten und er verheiratete seine Tochter mit dem jungen Mann namens Thabit. Thabit ging dann zu seiner neuen Ehefrau, zu seiner neuen Frau und grüßte sie. Assalamu alaikum. Er hörte, wie sie seinen Gruß erwiderte und ihn empfing. Er sagte, sie hat den Gruß erwidert. Also ist sie nicht stumm. Also kann sie reden. Sie hat den Gruß gehört. Also ist sie nicht taub. Sie hat den Gruß gehört und erwidert, also ist sie nicht stumm. Und sie ist zu mir gekommen und hat mich empfangen, also ist sie nicht gehbehindert. Ja, schau mal, er ging davon aus, dass er jetzt zu seiner Frau geht, die taub ist, stumm ist, blind ist und nicht gehen kann. Als er sie grüßte, sagte er, Assalamu alaikum. Er hörte, wie sie ihn empfing und seinen Gruß erwiderte. Da sagte er, sie hat den Gruß erwidert, also ist sie nicht stumm. Sie hat den Gruß gehört, also ist sie nicht taub. Und sie hat den Gruß gehört, also ist sie nicht taub und
Sie ist aufgestanden, also ist sie nicht gehbehindert. Und sie gab mir die Hand, also ist sie nicht blind. Er sagte zu ihr, dein Vater hat mir erzählt, dass du taub, stumm, blind und gehbehindert bist. Aber ich sehe, dass es nicht so ist. Sie sagte, mein Vater hat dir erzählt, dass ich taub bin. Ich bin taub. Und das bedeutet, dass ich nicht etwas höre, was Allah nicht akzeptiert. Dass ich nichts höre, was Allah nicht akzeptiert. Ich bin stumm und das bedeutet, dass ich meine Zunge nicht für etwas verwende, was verboten ist. Ich bin blind und das bedeutet, dass meine Augen nicht auf etwas schauen, was Allah verboten hat. Und ich bin gehbehindert und das bedeutet, dass meine Füße mich nicht dorthin tragen, wo Allah es nicht akzeptiert. Diese Antwort erfreute ihn. Erfreute ihn sehr. Denn er erkannte, dass er eine Frau geheiratet hatte, die religiös war. Und er wusste, dass Allah ihm mit dieser Heirat Gaben beschert hatte, mit denen er nicht gerechnet hatte. Die beiden heirateten und bekamen einen Sohn, der später als Imam Abu Hanifa An-Nu'man bekannt wurde, dessen Wissen sich auf der Erde verbreitet hat, der für seine Gottesfurcht auch bekannt ist. Fazit dieser Geschichte ist, dass dieser junge Mann einen Apfel ohne Erlaubnis des Besitzers gegessen hat und er hat sich danach schuldig gefühlt und hat sich beim Besitzer des Gartens entschuldigt. Der Besitzer des Gartens hat ihm verziehen und ihm seine taube, stumme, blinde und gehbehinderte Tochter zur Ehe angeboten. Der junge Mann hat sie dann geheiratet und hat dann erkannt, dass sie nicht behindert war, also gehbehindert war, und dass sie nicht taub, stumm und blind war, sondern dass dies eine Prüfung für ihn war. Am Ende hat er die Prüfung bestanden und sie haben gemeinsam glücklich gelebt in einer glücklichen Ehe. Wichtig, dass wir die Prüfung bestehen. Diese Geschichte zeigt auch, dass es wichtig ist, unsere Fehler zu erkennen und dass wir versuchen, sie zu beheben. Und dass es nicht immer nur um Äußerlichkeiten geht. Denkt darüber nach. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.